Es ist wieder Page-Turner-Zeit auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um eine Videorezension. Und jeden ersten Samstag im Monat, gibt es eine Page-Turner-Review. Das habe ich auf dem anderen Bücher-Channel schon immer gemacht, den ich ja jetzt eingestellt habe. Die Videos sind allerdings noch online. Das heißt, entweder habt ihr mir ein Buch empfohlen oder ich habe selber einen Page-Turner gelesen. Ein Buch, das ich von der ersten bis zur letzten Seite in einem Rutsch weglesen wollte oder weggelesen habe und vor Spannung einfach nicht aufhören konnte zu lesen und was mich einfach super beeindruckt hat. Ihr könnt mir jederzeit einen Buchtipp geben für ein Buch, das ihr nicht mehr aus der Hand legen konntet. Und vielleicht kaufe ich mir das danach, lese es und stelle es dann am ersten Samstag im Monat vor. Und zwar geht es heute um Herzgift von Paula Daly. Es ist ein Psychothriller. Und was ihr hier seht, ist ein Hotel. Also ich nehme mal an, dass es das Hotel ist. Und zwar geht es um Nettie und Sean. Die beiden führen eine Bilderbuch-Ehe. Was heißt Bilderbuch-Ehe? Sie ist Mutter zweier, oder sie sind Eltern zweier hinreisender Töchter. Sie führt einen Bilderbuch-Haushalt, also mit gesundem Essen. Sie ist super durchorganisiert. Sie kümmert sich um die Erziehung, sie kümmert sich um die Kinder. Und also richtig, richtig klasse. Aber, sie beiden haben auch noch ein Hotel zusammen und auch das ist immer ausgebucht, egal ob zur Haupt- oder Nebensaison. Sie ist bekannt für die gute Küche, für die tollen Betten, für die Details. Das Ganze macht unglaublich viel Arbeit, aber die beiden schaffen das zusammen. Und sind eigentlich so im Großen und Ganzen recht froh. Ja, es gibt so diese Problemchen, wenn in einer Ehe der Alltag einkehrt nach so vielen Jahren, wenn man viel Stress mit der Arbeit hat. Okay. Aber das ist eigentlich so erstmal nebensächlich. Bis Netties Schulfreundin Eve auftaucht, die eigentlich in Amerika wohnt und sie eigentlich nur mal besuchen möchte. Sie freut sich, die Wiedersehensfreude ist natürlich groß, zweier Freundinnen, die sehen sich nur alle paar Jahre, weil eben Nettie mit ihrer Familie in Großbritannien wohnt, während Eve in Amerika lebt und dort Therapeutin ist und dort ihre eigene Praxis hat. Jetzt ist es aber so, dass Felicitas, die gerade auf Ferienreise auf Klassenfahrt in Frankreich ist, etwas Schlimmes zugestoßen ist und Nettie deswegen nach Frankreich sofort reisen muss, um sich um ihre kranke Tochter zu kümmern und die dann natürlich auch wieder nach Hause zu holen, aber ihr Leben schwebt eben in Gefahr. Jetzt haben die beiden aber dieses Hotel zu führen und der Haushalt und die Töchter, also es muss sich eigentlich um alles gekümmert werden und für eine Person, also für Sean, ihrem Ehemann, ist das eigentlich zu viel. Eve bietet sich aber an, okay, ich wollte eben ein bisschen länger bleiben, ich kümmere mich um alles und so weiter und so fort. Und als dann Nettie wiederkommt, hat Eve ihr bereits den Mann ausgespannt und Nettie dreht natürlich durch. So. Das ist jetzt erstmal so viel zu der Geschichte. Die Geschichte an sich ist, glaube ich, nicht mal so gut, wenn ich ehrlich bin. Es ist nämlich die Geschichte, wie man sie in jedem Film sehen kann, in jeder Soap, in jeder, weiß ich nicht, in so vielen Büchern hat man das, glaube ich, schon gelesen. Zwei Freundinnen verkrachen sich, eine ist super falsch, spannt der besten Freundin den Mann aus. Die Familie zerbricht, buhu, alles ganz schlimm. Okay, ja, es stimmt schon, das ist die Geschichte. Aber ich finde, die Autorin hat ein Talent, die Geschichte so fesselnd zu machen und den Schreibstil so gut zu wählen und so flüssig zu schreiben, dass man nicht mehr aufhören kann zu lesen. Also ich habe das wirklich an einem Tag durchgelesen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht und was noch passiert und welche Geheimnisse hier noch ans Tageslicht kommen. Und was das Ganze überhaupt soll und wie Nettie damit umgeht.
Das war einfach richtig, richtig gut geschrieben. Es war keine hochspannende, brisante, schlimme Geschichte. Also die Geschichte schon, aber es war nichts Neues in dem Sinn. Aber der Thriller war richtig, richtig gut geschrieben. Richtig authentisch. Nämlich, dass man nicht immer rational handelt, wenn so viele Gefühle spielen. Ja klar, objektiv betrachtet von außen kann man natürlich sagen, Nettie, du hast dich total dumm verhalten. Also ich meine, du bist eine selbstbewusste Frau, du bist auf den Kerl da nicht angewiesen, aber ja, dennoch, sie ist ja Mensch und ich konnte mich sehr, sehr gut in sie hineinversetzen dann trotzdem. Also es war, ich sag's mal so, es war keine neue Geschichte, aber sie war sehr, sehr spannend trotzdem geschrieben, sehr interessant geschrieben. Man wollte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Genau. Ja, ansonsten ist das Buch im Manhattan Verlag erschienen. Manhattan? Gehört zu Random House, Buch, zum Verlagshaus Random House auf jeden Fall. Kostet 14,99 Euro. Ist hier so eine Klappenbroschur. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was würdest du tun, wenn deine beste Freundin dein Leben stiehlt? Ja, das weiß ich auch nicht, was ich da tun würde, denn ganz ehrlich ist mir das zum Glück noch nie passiert, dass mir meine beste Freundin mein Leben gestohlen hat. Und wie viele Seiten hat das Buch? Es hat 380 Seiten. Also, wenn ihr mal wieder einen Thriller lesen wollt, bei dem ihr einfach mal abschalten könnt, den ihr in einem Rutsch weglesen wollt, der durchaus interessant ist, dann kann ich euch diesen auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr allerdings auf der auf der Suche nach einer Geschichte ist, die ganz neu konstruiert ist und vielleicht auch noch blutrünstig ist oder total verstrickt mit vielen Verwicklungen ist, dann seid ihr hier falsch, aber ansonsten kann ich euch das wärmstens empfehlen. Ich hatte sehr viel Lesespaß bei der Geschichte. Ich habe sie wirklich in einem Rutsch durchgelesen und freue mich auch, dass ich es gelesen habe. Allerdings, wie gesagt, nichts Neues. Das wäre jetzt mein Minuspunkt. Wenn ich jetzt Sterne dafür vergeben würde, dann würde ich 4 von 5 Sternen vergeben und dieser eine Punkt Abzug eben, weil die Geschichte halt schon so oft da gewesen ist. Ja, also sehr gut. Ich habe auf jeden Fall Lust, mehr von der Autorin zu lesen. War mein erstes Buch von ihr. Und ja, dann gebe ich doch die Frage direkt mal an euch weiter. Was würdest du tun, wenn deine beste Freundin dein Leben stiehlt? Also das würde mich wirklich mal interessieren. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Gebt mir viele Daumen nach oben, wenn euch die Rezension gefallen hat. Und gebt mir, beantwortet mir gerne die Frage und gebt mir einen Buchtipp, was ich mir als nächstes für ein Buch kaufen soll. Ein Buch, das ihr nicht aus der Hand legen konntet. Das würde mich auch noch freuen. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.